Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Aktuell ist dieser ganze Nude-Look ja total angesagt und da muss ich mal so ein bisschen aus meiner sehr bunten Komfortzone hinaustreten, denn ich schminke euch heute ein Full-Face mit Old Money Make-up. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ob Old Money Make-up, Nude-Look oder Latte-Make-up oder so, ne? Diese ganzen Trends und Trends, die aktuell so im Umlauf sind, sind alle eher so zurückhaltend. Ne? Ihr seht selber, ich habe jetzt heute trotzdem mal so ein bisschen was Buntes angezogen, einfach weil ich es gerne mag. Und wir beschränken uns aber tatsächlich auf diesen Bereich. Also da wird jetzt gleich etwas sehr Dezentes auf euch zukommen. Ich habe die Produkte größtenteils von Lookfantastic zugeschickt bekommen. Ihr könnt dort mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt rausholen. Und ja, ich habe euch die Links zu den Produkten in die Infobox gesetzt. Und ich verlose auch dieses Lime Crime Unicorn Pinsel Set in diesem Video, weil ich kann mir immer für einen bestimmten Wert was dort aussuchen, wenn ich halt diese Videos filme. Und da habe ich einfach zugesehen, dass ich halt einfach hier euch noch ein kleines Goodie mit rausholen kann. Und das ist halt jetzt gar nicht zum Thema passend, aber ich mag Glitzer und ich glaube viele von euch auch. Und ja, das könnt ihr in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox, wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest. Ich starte jetzt aber tatsächlich mit einem Produkt aus der Drogerie und zwar ist es der Catrice Under Eye Brightener Instant Awake. Den habe ich schon eine Weile hier in der Farbe 010 Light Rose, um einfach so ein bisschen unter meinen Augen ein Color Correcting zu machen. Und das mache ich einfach so auch mit den Fingern. Und als Primer verwende ich auch heute nichts, weil ich habe meine aktuelle Tagespflege sehr, sehr frisch aufgetragen, also vor einer Stunde ungefähr. Und darauf kann ich eigentlich ganz gut mit Make-up arbeiten. Denn hier geht es auch heute so ein bisschen darum, weniger ist mehr und man könnte wahrscheinlich diesen Look auch genauso gut Alltags-Make-up nennen, ne? Um meine Haut ein kleines bisschen auszugleichen, aber nicht absolut abzudecken, verwende ich von Laura Mercier den Tinted Moisturizer. Ein Natural Skin Illuminator ist das und den habe ich in der Farbe 1C0 Cameo. Der kommt auch wirklich nur mit so einer Quetschtube, also da hätte ich mir irgendwie was anderes vorgestellt, aber es ist okay. Die Deckkraft ist wirklich super subtil und dezent. Es ist wirklich nur ein Tinted Moisturizer und nicht irgendwas Foundation-mäßiges. Es ist nicht mal eine BB-Cream, würde ich dazu sagen. Es spendet aber einen wunderschönen Glow und lässt die Haut sehr, sehr natürlich aussehen. Man sieht weder von der Entfernung noch von der Nähe, dass da irgendwas auf der Haut drauf ist, was abgedeckt haben könnte. Es spendet aber ultimativ Glow. Ne? Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch so ein bisschen Pickelmal oder hier auch so eine Rötung, eine Pigmentstörung und da verwende ich jetzt einfach mal von Urban Decay den Stay Naked Quickie Concealer. Den habe ich hier und den habe ich in der Farbe 20NN. Den trage ich mir aber auch wirklich nur super, super, super leicht auf. Also wirklich nur wenig und arbeite den auch vorsichtig mit dem Finger ein. Ich trage mir den auch ganz vorsichtig schon mal auf meinen Augenlidern auf, um so eine Art Lidschattenbase zu haben. Aber im Prinzip soll das nur dazu dienen, um das Ganze optisch zu beruhigen, ne? Denn ich habe immer etwas rötliche Augen. Im Prinzip soll dieser Look, den ich auch schminke, recht unauffällig werden. Das ist eine Herausforderung für mich, aber wir schauen mal. Als nächstes verwende ich einen Liquid Blush, der ist jetzt auch relativ neu von NARS. In der Farbe Dolce Vita habe ich mir den Afterglow Liquid Blush bestellt. Der schaut so aus und den trage ich mir jetzt auch auf meine Wangen gleich auf. Wir haben hier einen Füßchenapplikator, der nach ungefähr nichts duftet. Es ist doch etwas dunkler, als ich gedacht habe. Wir schauen mal. Dann nehme ich jetzt auch einfach mal den Pinsel, den ich für die Foundation eben verwendet habe, arbeite mir das auch in den Pinsel auf meinem Handrücken so ein bisschen ein, sodass ich da nicht zu viel Produkt aufnehme. Ich baue das dann lieber auf, als dass ich jetzt zu viel drauf hätte. Und dann kommt das vorsichtig auf meine Wangenpartie. Nö, das passt farblich, weil das ist auch so ein bisschen in die Nude-Richtung. Ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie ein klassisches Pinktönchen oder krasses Tönchen, sondern es ist sehr, ja, neutral. Natürlich. Auch da sieht man nämlich jetzt überhaupt nicht, dass ich da wirklich was aufgetragen habe, abgesehen von dem Glow, der jetzt da entstanden ist. Ne? Aber das könnte natürlich auch von einer sehr guten Hautpflege kommen. Und so habe ich wirklich einen sehr subtilen Blush drauf, den ich auch sehr gerne leiden mag. Und es sieht alles sehr gesund in meinem Gesicht aus, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir auch. Ne? Jetzt möchte ich natürlich nicht tot alles abmattieren. Nicht alles ab... Nein, nicht alles
abmattieren, nicht alles tot abmattieren, ihr wisst, was ich meine, aber ich möchte es trotzdem irgendwie so ein bisschen setten, weil ich weiß, dass ich möchte, dass mein Gesicht dort bleibt, wo es ist und nicht im Laufe der Zeit runterrutscht. Da hat Laura Mercier hier ein Puder herausgebracht, da hat die liebe Nicole von Chiquita's Place mir gesagt, ich soll das auf jeden Fall mal ausprobieren. Celestial Light Light Catcher Translucent Loose Setting Powder heißt das, Schätzelein. Das ist ein Kavemsmann, ne? Da ist ordentlich was drin und hat eine sehr schöne Verpackung. Hier haben wir dann einmal das Produkt enthalten. Welche Farbe habe ich? Celestial Light. Okay, 29 Gramm Produkt ist natürlich derbe. Das ist auch ganz schön dunkel. Huch! Okay, ich bin sehr gespannt. Ich muss es erstmal swatchen. Okay, auf der Hand sieht das jetzt nicht so dunkel aus, wie ich gedacht habe. Es hat aber einen Mega Glow dabei. Ach, du ahnst es nicht. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal trotzdem. Dafür nehme ich zuerst mal einen Powder Puff und nehme ein bisschen von dem Produkt auf. Wow, da ist richtig viel Glow drin. Huch, okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Und gebe mir das erstmal um meine Augen drumherum. Oh mein Gott. Das ist mehr als ich dachte, Leute. Oh. Das geht nicht zu dem, was ich geplant habe. Also, wir sehen jetzt alle unter den Augen und auch an meiner Wange, was das macht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist richtig krass. Das ist jetzt aber gerade zu viel. Laura Mercier hat hier nämlich noch ein weiteres Puder rausgebracht. Das ist das Translucent Loose Setting Powder Tone Up in der Farbe Rose. Das ist halt so ein bisschen rosa eingefärbt. Das werde ich jetzt mal verwenden. Und hoffe, dass ich das auch irgendwie so ein bisschen abgedämpft bekomme. So, ich glaube, ich konnte das Ganze jetzt einigermaßen retten. So sieht es auf jeden Fall jetzt etwas dezenter aus tatsächlich. Und ja, es ist auf jeden Fall eine wunderschöne, perfekte Base, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen ignoriert, dass es sich hier natürlich ein bisschen festgesetzt hat und sehr glowy geworden ist. Okay, wir verwenden als nächstes einen leichten Bronzer, womit wir dem Gesicht dann auch eine leichte Kontur gleichzeitig verschaffen. Da habe ich von L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Matte Bronzer, habe ich in der Farbe 250 Light. Und der hat wirklich eine sehr subtile Farbe und genau das möchte ich auch gerade auf mein Gesicht bringen. Da nehme ich mir jetzt einfach hier so einen Pinsel, muss man ordentlich abklopfen, damit man das auch wirklich leicht aufträgt. Und dann trage ich mir den wirklich vorsichtig auf mit einer sehr, sehr leichten Hand, damit man nur einen Hauch von hat. Tatsächlich hatte ich auch über einen Highlighter nachgedacht, den kann ich mir jetzt aber wirklich aufgrund der Glowy Base und aufgrund von dem Unfall mit dem Puder sparen. Man hätte aber auch dann jetzt natürlich den oder das Puder von Laura Mercier als Highlighter verwenden können, weil wie wir gesehen haben, ist es schon intensiv. Ich werde mir jetzt ganz leicht noch meine Augenbrauen betonen. Da habe ich hier von Yves Rocher den Augenbrauenstift, so heißt er, habe ich in der Farbe 01 Blond. Und auch wenn es nur so ein bisschen betont ist, finde ich es wichtig, weil das rahmt das Gesicht halt auch noch so ein bisschen mehr ein. Und die Augenbrauen sind dann einfach etwas aufgefüllter. Fixieren werde ich die Augenbrauen mit dem Too Faced Fluff and Hold Laminating Brow Wax. Das ist auch ein relativ neues Produkt, was die Augenbrauen sehr, sehr schön bändigt, in Form hält und trotzdem nicht so klumpig oder so wird. Ich möchte halt erreichen, dass meine Augenbrauen gleichzeitig natürlich und auch gepflegt aussehen. So ungefähr, ne? Dann habe ich jetzt hier eine Lidschattenpalette, die optisch einfach traumhaft aussieht. Das ist von Yves Saint Laurent, die Couture Mini Clutch in der Farbe 200 habe ich die gewählt. Und das ist halt echt wie so eine Handtasche hier vorne drauf, ne? Finde ich total spektakulär. Und ja, ich möchte sie den ganzen Tag einfach nur streicheln, lieb haben dürfen. Es ist aber eine super, super zurückhaltende Palette. Das ist jetzt nichts Wildes. Wir haben einfach ein Quattro. Ich bin ehrlich, die Pinselchen, die hier drin sind, die werde ich nicht verwenden. Aber den Spiegel werde ich verwenden und auch die vier Töne, die wir hier sehen. Ich starte einfach hier mit dem hellsten Ton oben, um ihn mir ganz entspannt in die Lidfalte zu setzen. Aber ich versuche das Ganze gemutet zu machen, also wirklich etwas dezenter und ja, setze mir den in die Lidfalte einfach rein. Ne? Habe hier außen einmal so ein bisschen gestartet und dann baue ich mir den vorsichtig auf. Um den Look auch wirklich nur ganz, ganz dezent außen abzudunkeln, gehe ich in diesen rotbraunen Ton hier rein und setze mir den hier außen einfach hin. Ich nehme mir auch tatsächlich den allerhellsten Ton erstmal auf hier oben, um damit meinen unteren Wimpernkranz ganz leicht zu verdichten. Was ich ebenfalls mit diesem Rotbraun hier außen
auch etwas vertiefen möchte. Dann nehme ich mir den Schimmerton etwas mit dem Finger auf und das ist halt wirklich schon intensiver, als ich erwartet habe. Es fühlt sich aber an wie Seide, wenn ich da so im Pfännchen drüber gehe. Den setze ich mir hier einfach auf mein bewegliches Lid, aber ich baue den extra nicht auf. Also ich habe jetzt nur wirklich einmal reingedippt und verteile das mit dem Finger, damit es nicht zu schimmerig ist, sondern einfach nur einen ganz leichten, ganz leichten, zarten Schimmerglow gibt, ne? So öffnet der Look nämlich auch das Auge so ein bisschen bei mir, ne? Weil ich habe dann außen das etwas abgedunkelt. Da könnte ich auch noch mal ein bisschen das in das Helle mit reinmachen. Und habe dann hier die dunkle Farbe, sodass das Ganze halt wirklich größer aussieht. Gleichzeitig habe ich auf dem Auge das Highlight etwas heller gemacht und das sieht einfach frisch aus. Die dunkelste Farbe hier drin, dieses Braun, möchte ich gerne verwenden, um meinen Wimpernkranz oben zu verdichten und mir auch einen ganz, ganz kleinen Eyeliner zu ziehen. Auch hier dient das einfach nur dazu, dass das Auge etwas geliftet wird und einfach nochmal eine andere Form bekommt und das auf sehr subtile Art und Weise. Also mir gefällt der Augenlook tatsächlich für einen Alltagslook bzw. Old Money Make-up sehr, sehr gut. Fixieren werde ich das Ganze jetzt, muss ich aufpassen, denn das Ganze schenkt auch sehr viel Glow, mit einem, ich sag mal, Dupe zu dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Filter Spray. Und zwar hat Riva Loves Me mit Maxim die Galaxy Limited Edition rausgebracht. Und da haben wir hier einmal das Fixing Spray. Das ist echt sehr, sehr vergleichbar. Ein sehr feiner Sprühnebel, der sich toll auf die Haut begibt und dort ein tolles Finish hinterlässt. Also natürlich auch hier wieder Glow, aber kein Glitzer, ne? Also das ist halt wirklich, wirklich schön. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir jetzt auch natürlich mal wieder sehr schwer fallen wird. Dezente Wimpern. Okay, erstmal möchte ich trotzdem meine Wimpern curlen. Da habe ich hier meine Catrice Wimpernzange, die ich einfach sehr, sehr toll finde. Und dass meine Wimpern sind, wie sie sind, habe ich dem Grande Lash Wimpernserum zu verdanken. Das müsstet ihr mittlerweile auch wieder bei Look Fantastic bekommen. Purish hat es ja, glaube ich, gar nicht mehr im Sortiment. Und es gibt dort bei Look Fantastic auch immer dieses Set, das hatte ich euch auch schon mal verlinkt. Da könnt ihr das Grande Lash, das Grande Brow und die Grande Mascara zusammen bestellen. Sehr, sehr empfehlenswert. Und jetzt habe ich, wie gesagt, einmal meine Wimpern kurz gebogen. Und das macht halt wirklich sehr viel Schönes mit den Wimpern. Um das Ganze jetzt wirklich auf der natürlichen Schiene beizubehalten, werde ich das Ganze ja nicht nur dezent machen, sondern ich werde auch noch eine Mascara verwenden, die braun ist. Da hat Too Faced die Better Than Sex Mascara herausgebracht in braun und das sieht so schön aus. Ich kann es nicht anders sagen. Es passt halt auch wundervoll zu meinen Augen. Ich habe grünbraune Augen und wir haben hier das klassische Bürstchen, was wir von dieser Mascara kennen. Das ist dieses erdnussförmige Kunstfaserbürstchen und riecht leider nicht nach Schokolade, das wäre natürlich ziemlich cool. Jetzt schauen wir einfach mal, dass ich das auf meine Wimpern auftrage und ich weiß noch nicht, wie viele Schichten ich mache. Wir schauen mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Das ist halt das Gute an der Better Than Sex Mascara. Du kannst sie halt schichten, ohne dass sie zu extrem aussieht und dadurch, dass sie braun ist, wirkt sie halt auch noch viel, viel natürlicher. Man muss halt einfach für sich selber entscheiden, wie intensiv man sowas haben möchte. Ich mag es einfach gerne, meine Wimpern zu betonen und da auch so ein bisschen den Fokus drauf zu legen. Hier habe ich das Ganze jetzt wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend und dezent gemacht. Ansonsten würde ich immer so ein bisschen mehr eskalieren, aber gut. Es gefällt mir auf jeden Fall und ich finde, dass das Ganze den Augen halt auch noch ein bisschen mehr Wachheit gibt. Und ich finde einfach auch, wenn man Wimpern betont, dann wirkt der Blick auch intensiver. Ich mag das einfach. Und ich finde, als Schmuck passt dazu halt wirklich, wirklich gut auch der roséfarbene oder Rose Gold Schmuck. Weil ich finde, Rose Gold ist so eine dezente Schmuckfarbe. Es ist eine gute Alternative zwischen Gelbgold und Silber, weil Gold könnte zu aufgesetzt aussehen, zu ich möchte zeigen, dass ich es, ne, dass ich es halt kann. Und Roségold ist halt wirklich etwas gedeckter und es passt halt auch zu diesem zurückhaltenden Look, finde ich persönlich. Und den habe ich jetzt von meinem Punkt. Da könnt ihr mit Claudi223 auch immer die Versandkosten sparen, wenn ihr möchtet. Dann habe ich hier auch noch von Project Lip etwas. Man möchte jetzt natürlich die Lippen ein ganz kleines bisschen betonen, My Lips But Better machen und gleichzeitig vielleicht auch die Lippen pflegen. Ich habe die Farbe Strip. Oh je, ich glaube, da ist Chili drin.
Oh, warning, this product will tingle. Mhm. Ja, das kribbelt auch tatsächlich. Huch! Dadurch hat man dann quasi, ohne dass man einen Lipgloss aufgetragen hat, auch gleichzeitig diesen Plumping-Effekt mit dabei. Habe ich jetzt bei matten Lippenprodukten ehrlich gesagt auch gar nicht so häufig gesehen. Der macht auch schön weiße Zähne, mag ich gerne, passt sehr, sehr gut zum Look. Und wenn ich jetzt noch irgendwie meine Haare hier rausgefusselt bekomme, würde ich sagen, dass ich mit meinem Look dann auch fertig wäre. Also das ist jetzt einmal mein Old Money Make-up. Ich persönlich finde den Look sehr schön, sehr tragbar, sehr zurückhaltend, aber gleichzeitig unterstreicht er ja auch die Vorzüge, ne? Und ich finde es sehr schön. Meine Haut gefällt mir. Es sieht sehr, sehr natürlich, sehr glowy aus. Ich persönlich, für meinen mag ich halt einfach gerne, würde meine Wimpern noch intensiver tuschen. Da ist mir die Mascara tatsächlich ein Tick zu zurückhaltend gerade. Aber es ist ein wirklich schöner Look, den ich einfach gerne trage und heute auch tragen werde auf dem Geburtstag meiner Stiefmama quasi. Ja, was mir tatsächlich gar nicht so gut gefällt, ist dieses Plumping, weil das blitzelt schon sehr. Das ist schon intensiv. Ich glaube, den muss ich mir auch gleich runternehmen, weil es wird gerade sehr, sehr warm auf meinen Lippen. Und ich mag zwar dieses Plumping durch Cooling oder durch Menthol oder sowas, das mag ich schon ganz gerne, aber Plumping durch Wärme finde ich gerade sehr gewöhnungsbedürftig, weil es fühlt sich so ein bisschen so an, als wären meine Lippen, als hätte ich Sonnenbrand auf den Lippen und das ist schon unangenehm. Mir läuft jetzt auch gerade der Speichel, das ist echt krass, Leute. Da müsst ihr aber selber entscheiden, was ihr so gerne mögt. Ansonsten, wie gesagt, die Augen noch etwas intensiver mit Mascara betonen, anderes Lippenprodukt, dann wäre ich auf jeden Fall super zufrieden damit. Schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr die Produkte findet, wie ihr den Look findet und wie ihr überhaupt diesen ganzen Hype um Latte Make-up, Old Money Make-up und Co. findet. Ich muss den runternehmen. Au, 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 au. Meine Lippen fallen gerade auf. Das tut richtig weh. Nee, aua, aua, aua. Nur für hartgesottene Leute. Wirklich nur für hartgesottene. Ihr Lieben, jetzt habe ich es auf der Zunge. Ich habe alles gegeben. Wenn es euch hier gefallen hat, achso, denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Alles in der Infobox verlinkt. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.